Kommen wir jetzt noch zum letzten Kapitel, und zwar die komplette Retusche dieses Bildes. In verschiedenen Lektionen, verschiedenen Videos zeige ich dir Schritt für Schritt, wie wir von diesem Ausgangsbild, das so aus der Kamera kam, am Ende zu diesem Endergebnis gekommen sind. Ich möchte auch hier, wie beim letzten Workflow, vorab schon mal die Ebenen zeigen. Wir haben auch hier wieder begonnen mit einer RAW-Entwicklung, um die Farben und Kontraste etwas anzugleichen. Dann haben wir die Frequenztrennung durchgeführt, auch hier wieder verschiedenen leeren Ebenen, um die ganzen Hautunreinheiten zu beseitigen und um die lokalen Farben und Lichter anzugleichen. Danach führen wir Dodge and Burn durch, also lokales Aufhellen und Abdunkeln von verschiedenen Bildstellen. Und wir haben hier nochmal die Frequenztrennung, auch nur dazu da, um das Ganze nochmal lokal nachzuschärfen. Du siehst es hier zum Beispiel in den Augen, dass hier die Kontraste nochmal ein wenig nachgeschärft worden sind. Wir erstellen das Ganze gemeinsam zusammen, sodass du am Ende das auch nachvollziehen kannst. Diese Photoshop-Datei und die andere von dem vorher retuschierten Bild, die findest du auch auf diesem Videotraining, sowie auch die RAW-Dateien, damit du das Ganze auch für dich nochmal Schritt für Schritt nachvollziehen und neu erstellen kannst.